Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Ja, Verwirrung. Länger nicht aufgenommen. Das mit der Übersiedelung hat so herrlich geklappt. Letzte Woche Donnerstag war Schlüsselübergabe. Und die haben so ein Terror gemacht und meine Mutter fällt auch noch drauf rein. 3000 Euro zum Fenster rausgeschmissen, naja. Juhu. Ich freue mich so, dass meine Mutter so intelligent ist. Und ich bin froh, dass ich meine Intelligenz von meinem Vater habe. Wobei die mittlerweile auch abnimmt. Also lang bin ich nicht intelligent. Also intelligent bin ich sowieso nicht, aber etwas schlauer als so manche andere. Und was ich meine, möchte ich euch beweisen. Ich habe, ja genau, das Handy brauche ich jetzt dann gleich. Und zwar habe ich, meine Mutter hat letztens ein paar von meinen Chats vorgelesen. Von meinen Facebook-Chats. Und fand das sehr lustig. Also nicht nur ich, sondern sie auch. Ah, lest gerade ein Typ, der aber ein bisschen Intelligenz aufweist zumindest. Mal schauen, ob er es hört. Hat schon mehrere Minecraft-Folgen gesehen. Aber ist nicht sein Spiel. Ja, selber schuld. Eines der besten Spiele, die es gibt. Die Sonne geht runter, das ist schlecht. Ich nenne natürlich keine Namen. Wer sich rüsten möchte vor solchen Leuten, ja, kann mich ja mal anschreiben oder so. Gehen wir mal zurück. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich glaube, die Felder etwas, die Plantage etwas erweitern. Dadurch, dass ich einen gefüllten Wassereimer sehe. So. Ja, der ist auch gut. Muss ich rauffahren. Gehe ich dabei schlafen. Ja, das passt so. Wobei alles ist ein bisschen langweilig wahrscheinlich. Wobei ich auch fies bin. Also bei Leuten, die mir irgendwie doof kommen, bin ich dann auch doof. Und zwar sehr doof und sehr fies. Okay, möchte aber nicht zu viel davon quatschen, sondern das ist eigentlich ein Minecraft-Let's Play. Ich sollte darüber einen Podcast machen. Das in einem Podcast eigentlich vorlesen. Wie doof manche Menschen sind. Oder eigentlich fast alle. Ja, da denkt man hat einen gefunden und dann, der Weg ist zu weit und ich ziehe von meinen Eltern nicht weg. Ist zwar lobenswert und schön, nur halt für mich jetzt scheiße. Weil selbst wenn ich zu ihm ziehen würde, sein Grundstück ist nicht groß genug. Meins ist schon nicht groß genug und ich habe 3000 Quadratmeter. Blöderweise recht viel Hanglage. Also ein Drittel ist ungefähr Hanglage. Für die Schafe wird es dann eher weniger als Problem, aber ich kann dann halt zum Beispiel dort keine Schweine hinsetzen. Und ja, ich hätte gern grüne Schweine. Ui, bin müde. Ja. Ich erzähle einmal was von meinem Umzug. Also letzte Woche Donnerstag war Übergabe, letzte Woche Mittwoch haben wir noch viel gepackt, weil immer noch nicht alles fertig war bei meiner Mutter. Donnerstag dann auch noch nicht, also das war wirklich sehr, 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 sehr knapp. Und sonst hätten wir ja die 10.000 Euro Strafe zahlen müssen, glaube ich, habe ich das schon erwähnt, ja. So. Ah! Da kommt ja jetzt Wasser hin. Haha. Das sind dann die Pistons. Also, ich sage das auch auf Englisch. Die Kolben. Die man mittels Redstone dann dazu veranleiten kann. Meine Computermaus geht kaputt. Ich muss so fest drauf klatschen, dass die was macht. Hat aber lang gehalten. Also bin eigentlich eh stolz.
Da machen wir Stein hin. Da, wo das Wasser dann sein wird. Nein, das war nicht geplant. Also, oh ja, das passt. So. Weil da ist ja dann kein Wasser. Da kommt dann das Wasser hin und das rinnt dann runter. Passt das eigentlich? Kontrollieren wir. Das war nicht der Plan. Nein, das war auch nicht der Plan. Mist. Genau, ich wollte das ja verkürzen. Um zwei verkürzen. Stimmt. Ich kann mich wieder erinnern. Schon länger her. Das ist hier. Da sind sie. So. 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 Das ist jetzt doof. Also nein, ist doch nicht doof. So. Nein, ich werde mitgesogen. So. Die sitzen dann da. Das nehmen wir uns wieder mit. Da habe ich es hingeschmissen. Da. So. Ich lade heute bei uns nichts hoch. Deswegen hoch liegt es nicht so arg. Da kein Stein hin. Das war eins zu viel. Ich weiß, ich könnte oben auch die Zahlen drücken, dann bräuchte ich nicht immer so viel hin und her scrollen mit meiner kaputten Computermaus. Aber das, dann müsste ich zu viel auf die Tastatur schauen. Ich schaue eigentlich gar nicht auf die Tastatur. So. So, das heißt, hier kommt eigentlich die Mauer. Ich weiß, ich hätte jetzt auch Erde reinklatschen können, aber ist jetzt zu spät. So. Wie war das? 1, 2. Da. Ah nein, nur eins. Was ist denn Fee? Was denn? Bist doch gar nicht mehr rollig. Was? Oder bist du doch noch? Vorhin hast du so getan, als wärst du es nicht mehr. So. Das tun wir weg. Und das da hinten tun wir dann auch weg. Ich hatte dann da so. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wie viele, ob sich das jetzt genau ausgehen wird. Nein, geht sich natürlich nicht genau aus. Oben wäre eigentlich nur einer gewesen. Wo ist der Fehler?
probieren wir es mal so. Ja. Vielleicht, ja, das passt zwar, aber jetzt denke ich, wollte ich das nicht so haben. Das verwirrt mich jetzt so. Ja, jetzt passt es wieder. Genau ist der Fehler. Ah, da. So, fucking. Sieht aus der Entfernung recht hübsch aus. Da war nix. Na, komm, spring. Also, da habe ich ja nichts. So. Tada! Das heißt, wir gehen weiter in die Richtung. Oder machen wir mal hinten ein bisschen weg. Machen wir hinten ein bisschen weg, um die Monster aufzuhalten. Na, funktioniert. Dreck. Ja, das haben wir gerade von ihm gelegt, selber schuld. Hinten wird natürlich auch alles verziert. Ah, bin ich doch froh, dass ich keine Erde gelegt habe. Sonst würde das hässlich aussehen. So. Ja, das ist jetzt doof. Muss ich dann von oben besser wegmachen. Hab schon die Tierchens gefüttert heute. Ich habe mir gestern eine Sense gekauft, aber so eine kleine Handsense. Habe heute damit gelernt, halbwegs gut damit umzugehen. Dabei habe ich ein bisschen Zaun kaputt gemacht. Gut, dass es noch nicht der fixe Zaun ist, sondern dieser Depperte, den ich von wo habe ich den bestellt? Bei Amazon auch. Aber total scheiße ist der Zaun. Ja, also Umzug, genau, ich wollte von Umzug reden. Haben wir noch ausgeräumt bis zum Schluss. Meine Mutter hat dann noch gemeint, ja, die zwei Sachen, die wir jetzt nicht mehr wegführen konnten, die nicht ausgemacht waren, dass sie da bleiben können, kommt sie am nächsten oder übernächsten Tag und fahrt das weg. Und auf einmal kamen die Leute, also die neuen Hauskäufer, ich hasse diese Computermaus jetzt. Zum Spielen ist die echt scheiße. Meinten die auf einmal, die ganzen anderen Sachen müssen jetzt doch auch raus. Dann hätte es noch eine Ablöse fürs Vorzimmer geben sollen. Die haben es auf einmal auch nicht mehr gezahlt, weil sie so viel die Sachen entsorgen müssen, die dann aber meine Mutter trotzdem entsorgt hat. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, aber gut. Intelligenz wächst leider nicht auf Bäumen und ich weiß ja, dass Menschen nicht intelligent sind, aber das ist schon mehr als doof. Aber gut, naja, mein Vater hat sich überhaupt den Kopf gegriffen. Tja. Ich wollte mit dir zusammenziehen, ich bin selber schuld. So. Oh ja. Oh je. Aua. Ich heile nicht, weil ich habe nicht genug gegessen. Fische. So. Also ich, wie soll ich das erklären, so dass man es versteht? Also ursprünglich war im Vertrag ausgemacht, dass, weil das Vorzimmer so viel gekostet hat und eigentlich noch sehr neu aussieht, dass sie 2000 Euro dafür bekommt, dass Ablöse, dass sie stehen bleiben kann. War vertraglich so geregelt. Dann haben sie aber einen Terror gemacht bezüglich Möbeln und das ist kaputt und das ist kaputt und ein Wespennest ist beim Fenster, sie müssen die Feuerwehr rufen. Da waren 5 Wespen drin.
Mein Gott, dass sich die Frau ihren Arsch alleine auswischen kann, ist ein Wunder. Dass sich sowas fortpflanzen kann. Und ihre Tochter ist auch nicht sonderlich viel schlauer. Wobei sie mich ein bisschen an meine Beziehungen erinnern könnte, weil sie ist auch recht dominant. Also in der Beziehung hat sie das Sagen, nicht der Typ, der sagt was und seine Frau, nein, das geht nicht. Und ja, okay, geht's halt nicht. Der sagt nichts mehr. Also, der gibt immer klein bei. Ob die Beziehung so lange hält, weiß ich nicht. Wahrscheinlich genauso lange wie meine, wobei sie haben einen zweijährigen Sohn. Also, der tut mir irgendwie leid. Oh, naja. Meiner dann wahrscheinlich auch. Darf er da gar nichts sagen? Ich bin ähnlich. Ja. Also, zu mir wirkte sie sehr nett. Und ich war auch sehr nett. Und ich habe auch schon recht früh gemerkt, dass sie die Hosen in der Beziehung anhat. Deswegen war ich schon ein bisschen vorsichtig. Aber ja, zwei dominante Leute vertragen sich halt nicht so gut. Das ist bekannt. Sie wird das sicher auch gemerkt haben. Und wie das dann irgendwie angleichen, dass das hübscher ausschaut. Und meine Mutter ist halt überhaupt kein dominanter Mensch. Scheiße, ich habe die Schaufel nicht nachgemacht. Und schaut das da hässlich aus auf der Seite. Das müssen wir auch noch regeln. Ja. Das arme Pferd, das könnte halt eigentlich dann schon langsam... Naja, da ist auf. Oh! Wo ist er denn? Ah, da. Müssen wir es dummeln, bevor er uns erwischt. So, die Sachen könnte ich auch langsam wegtun. Wobei Erde sollte ich mir vielleicht behalten, oder? Aber nicht so viel, ne? Ihr hört sicher die Maus klicken, aber es passiert nichts. Das ist Käse. Da habe ich was. Fest draufdrücken. Blöd, dass ich Schmerzen habe. Zum Glück noch nicht so arg in den Fingern wie im Rücken, aber trotzdem. Neue Computermaus. Bitte mach was. Gurgel, 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 gurgel. Blöderweise brauchen wir dann wieder Eisen. Das klingt so. Was hat denn jetzt? Jetzt ist mir eigentlich egal. Sieht doch schon hübsch aus. Wir werden jetzt nochmal kontrollieren, ob er alles abbrennt. So wie es soll. Ja, der Boden gefällt mir da noch nicht, aber der wird sowieso ausgetauscht. Weil er da was an. Ja. Genau. Wenn man dann die ganze Länge mit Wasser macht, dann rinnt es auch schöner ab. Rennt bis unten ab, perfekt.